Moin, liebe Freunde der modernen Unterhaltungsmedien und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Pokémon Phantomkristall. Wir sind immer noch auf diesem Astrainer-Plateau und müssen hier um unseren Kragen kämpfen. Ich bin mal gespannt, wie viel wir noch zu erwarten haben und was für Pokémon wir noch zu erwarten haben und was der letzte Trainer uns so zu zeigen hat. Denn ich glaube nicht, dass der letzte Trainer einfach nur ein Astrainer sein wird. Nein, ich denke eher, der wird ein Bombenvieh uns präsentieren können. Und ja, da bin ich schon so ein bisschen gespannt drauf, muss ich ja zugeben. Oh, ich hätte vielleicht unsere ganzen Pokémon mal heilen sollen. Ah, dammit. Okay, wir schmeißen mal schnell Leku in den Kampf. Sandschleier. Ja, super. Ein bisschen dumm gelaufen jetzt, soll ich sagen. Wir versuchen mal mit Erdbeben ein bisschen was. Es ist ja von Typ Wasser, nehme ich mal an. Nur Wasser was? Wasserdrache vielleicht sogar? Dann könnten wir mit... Oh, ja, es hat eine Drachenklaue. Das könnte sein, dass es von Typ Drache ist. Dann könnten wir mit Eisstrahl durchkommen. Ah, wir sind ja paralysiert und deswegen können wir nicht angreifen. Aber selbstverständlich. Okay, wir müssen jetzt doch mal gucken, dass wir um unser Leben hier kämpfen. Wir hätten das Ganze ja vorher machen können. Aber nein. Der Dave, der hat natürlich wenig aufgepasst. Wie überraschend. Knaxel gräbt sich ein Loch. Dann, wenn wir ein fliegendes Pokémon hätten, würde das kein... Na, egal. Oder ein Pokémon mit Schwebe. Und Gengar hat, glaube ich, Schwebe. Das hätte geklappt. Schaufler geht aber scheinbar daneben. Dann ist es auch egal. So. Was haben wir denn hier noch so? Wir wollen jetzt mal gucken, dass wir alle mal wieder so richtig fit machen. Leku mal aufpumpen mit 160... KP. Allerdings finde ich mit diesem Paralyse-Ding schon ein bisschen... Oh, come on. Ein kritischer Treffer, natürlich. Den Alu aufpumpen. Den Alex Storm pumpen wir noch auf. Luigi Beach Bowser pumpen wir auch noch auf. Und dann gucken wir mal, dass wir Leku mal austauschen können, weil das mit dieser Paralyse ist zum Kotzen. So. Ja. Noch lebt er. Aber ich glaube, wir lassen ihn ruhig einmal besiegt werden. Und dann kann er nämlich richtig wiederbelebt werden. Und dann hat er diese Paralyse-Dings nicht mehr. So kommen wir da drum herum, ohne Hyperheiler zu verwenden. Aber jetzt probieren wir mal weiter. So. Wir benutzen mal Alex Storm. Alex Storms Thunderblitz ist leer. Och, Mann, ey. Leute, warum? Oh, Mann. Die Aufnahme ist das letzte Mal schon ein bisschen länger her. Jetzt habe ich natürlich... Oh, das ist doch zum Reiern. Ah, come on. Aether. Alex Storm, bitte auf Donner. Die Drachenklaue kriegen wir ab. Oh, 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 oh. Ein kritischer Treffer, was auch sonst. Hat die Drachenklaue irgendwie ein hohes Potenzial, kritische Treffer zu verursachen? Weil das, finde ich nicht so ganz fair gerade. Okay. Dann mal mit Zauberblatt. Zauberblatt. Oh, Mann, ey. Ja, super, bringt nicht so viel jetzt. Aber es... Oh, gräbt sich ein Loch. Jetzt reicht's. Pokémon. Wir setzen Gengar ein. Gengar hat ja Schwebe, glaube ich. Und dann müsste Schaufler genau nicht funktionieren. So. Überreste stellen unsere KP wieder her. Das ist auch ganz nett. Und dann benutzen wir nach den erstmal Konfusstrahl. Damit er gegebenenfalls einfach nicht mehr angreifen kann. Na. Hitzewelle. Na, kein Problem. Aber jetzt Nachtnebel. Jawohl. Oh toll, ist nicht mehr verwirrt. Mein Mann, Mann. Na, wenigstens kriegen wir es so down. Knaxel ist natürlich noch am Leben, warum auch nicht? Ich meine, man sieht ja noch, wie viel...
Alter, war das knapp. Oh, mein Gott. Ist doch nicht wahr. So. Bronzong. Ja, ich weiß, wie das Bronzong aussieht, aber ich weiß gerade nicht, was für ein Typ es hat. Wir versuchen es so. Es könnte aber auch von Typ Stahl sein. Das ist, glaube ich... ist es von Typ Stahl? Wir suchen es erstmal mit Surfer. Das klappt aber wunderbar mit Surfer, auch wenn es ein kritischer Treffer war. Raub. Ey! Das ist nicht dein Ernst! Diese fucking Tafeln gibt's nicht nochmal! Alter! Oh Mann! Das kotzt mich jetzt, ohne Witz, das kotzt mich richtig an. Denn das letzte Mal habe ich durch so eine Scheiß-Attraktion meinen EP-Teiler verloren. Und den gibt's dann nicht nochmal. Mann! Die Wasser... Hallo, die Wassertafel! Die hat unsere Wasserattacken verstärkt. Oh, das ist zum Kotzen! Ah, das regt mich jetzt schon so ein bisschen auf. So ein Mist? Verdammt, ey. Warum irgendwas anderes, um die Wasserattacken hier zu verstärken? Das ist doch zum... Oh, Mann. Ist das in den normalen Pokémon-Spielen auch so, dass man solche wertvollen Items auch durch Raub verlieren kann? Das wäre nicht zum Kotzen. Wie gesagt, gerade letztes Mal hatte ich den EP-Teiler verloren. Das war noch schlimmer. Habe ich den ganzen EP-Teiler wegen dieser scheiß Aktion da verloren? Ah. Die Wassertafel war jetzt aber auch nicht gerade schlecht. Also die habe ich echt, ja. Na toll. Das ist doch zum Reiern. Verdammter Mist. Verdammter, verdammter, verdammter Mist. So, tschüss. Hippoteros. So, Astrainer Anton besiegt. Das ist zum Reiern. Das ist so zum Reiern. Ohne Witz. So ein verdammter Mist. Ist unsere Wassertafel weg. Nee, nee, nee. Ich glaube, wir müssen bald nochmal zurück zum Pokémon, zum Pokémon-Center richtig rennen, richtig die Leute heilen und nochmal Items shoppen gehen, denn so werden wir nicht lange noch aushalten. Ah, verdammt, ey. Ohne Witz. Ah. Müssen wir ohne Wassertafel weitermachen. Und das nur wegen einer Attacke. Stell dir mal vor, wir werden noch ein paar mehr Pokémon mit dieser Attacke über den Weg laufen. Und zack, 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 klauen sie uns alle Items. Alter, und das gerade die wichtigen. So, was jetzt aber auch noch Sache ist, werde ich mal gucken hier. Wir haben jetzt Leku ja die ganze Zeit den EP-Teil in die Hand gedrückt. Das ist Level 57. Da kommt Alex Sturm schon fast nicht mehr hinterher. Deswegen nehmen wir ihm jetzt mal den Magnet weg. Nehmen Leku... den EP-Teiler weg und geben Alex Sturm den EP-Teiler. So. Okay. Dann wird auch Luigi Beach Bowser bald überholen. Was hat Leku nochmal für Attacken? Boden hat er, Erdbeben. Wir haben noch irgendwie eine Bodensteintafel gedöns. Warte mal. Was hat er noch? Feuer, Psycho, Eis, Boden. 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 Haben wir nichts. Haben wir nix, haben wir nix, haben wir nix. Na gut, dann auf in den
nächsten Kampf. Wie kann man nur im Stehen schlafen? Okay, dann lauf mal an dem Astrainer einfach vorbei und nimm den nächsten. Ich werde dich hier und jetzt aufhalten. Ja, das haben schon ein paar andere vor dir auch gesagt. Der Niklas. Okay, der Niklas. Setzt also einen Glurak ein. Da wollen wir doch mal Feuer mit Feuer bekämpfen, würde ich sagen. Und, ja, das ist vielleicht doch nicht so ganz die intelligenteste Idee. Wir suchen uns mal mit Drachenwut. Das zieht immerhin 20 KP ab. Das ist... na gut. Jetzt nicht so viel. Oh, übertreib. Nee, wir tauschen. Feuer mit Feuer zu bekämpfen ist nicht die intelligenteste Idee. Wir versuchen doch, das Feuer mit Wasser zu ersticken. So, der Flammenwurf, der müsste dann uns eigentlich abprallen wie nichts. Ja, super, hat trotzdem sehr viel Schaden gemacht. Oh. Surfer, vier Stück haben wir noch davon. Da müssen wir auch gleich mal Ether für einsetzen. Oh Gott, ey Leute, es ist eine Feuerattacke. Oh, mit der Wassertafel hätten wir ihn bestimmt schon besiegt. Das macht mich aggro. Autsch, bin ins Mikrofon gekommen. Na gut. Lepumentas. Was ist denn ein Lepumentas? What the hell is that? Aus welcher Generation kommt das? Und warum sieht es so scheiße aus? Alter. Ist war das XW links rechts? Ich hoffe. Jawohl. Ich habe nämlich die Datei mittlerweile nicht mehr offen, nicht mehr so häufig. Weil ich am Anfang immer keine Lust habe, die ganzen Sachen aufzuschmeißen. Ich habe weder die Karte offen, noch dieser Typen-Dingens-Tabelle, noch die Blitzattacken. Immer in der Hoffnung, dass ich auch so dadurch komme. Manchmal ärgert es mich, manchmal komme ich auch ganz gut so durch. Aber komm. Ja, die Attacke ist sehr effektiv. Von was für ein Typ soll das darstellen? Was soll das für ein Typ sein? Soll das Gestein sein? Das sieht voll seltsam aus. Natürlich. 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 Hallo. Krieg ich wieder einen Samsturm um die Ohren. Zauberblatt. Nein. Nein. Das war's für dich, Lepumentas oder so. Ah, Glück gehabt. Jetzt kommt Frostdettje. Klingt nach Eis. Würde ich mal so in den Raum werfen wollen. Und ich glaube auch, Eis ist schwach gegen Elektrizität. Eispsycho würde ich fast behaupten. Autsch. So, versuchen wir es mal mit Donner. Gucken wir mal, ob wir durch... Blizzard. Ob wir da durchkommen? Na? Oh. Ist doch nicht wahr. Blizzard, der trifft volle Breitseite. Der wird uns wahrscheinlich mit einem Schlag besiegen. Nein! Alex Storm hat es durchgehalten. Macht den Donner und paralysiert zumindest Frostdettje. So, dann versuchen wir es mal weiter mit Donner. Sind als Erster am Zug, weil er eben paralysiert ist, das Frostdettje. Und oh, Hagelsturm geht daneben, bitte, bitte, bitte. Ja, es beginnt zu hageln. Achso, das ist eine... ja, die macht mir jetzt Rundenschaden, wa? Ja. Okay, aber der nächste Donner. Und das könnte es für Frostdettje gewesen sein. Da bin ich echt stolz auf den guten Alex, der das noch durchgehalten hat. Ein bisschen Glück gehört vielleicht auch dazu. Aber war schon erstaunlich. Oh, dumm. Ja, echt dumm gelaufen, muss ich sagen. So. Wir benutzen einen Hypertrank für Alex Storm. Wir benutzen einen Beleber für Luigi Peach Bowser. Wir benutzen einen Hypertrank für Luigi Peach Bowser. Wir benutzen übrigens auch einen Supertrank für Joel. Und dann gucken wir mal,
was die nächste Gegnerin zu sagen hat. Und ich glaube, danach kommt noch einer. Und dann ist erst der Endgegner dieses Berges zu sehen. Hm. Schon alleine, dass du es geschafft hast, bis hierher vorzudringen, zeigt, wie stark du bist. Na dann, lass mal deine Stärke sehen. Du hast dich gerade selbst widersprochen. Du hast gesagt, man sieht, wie stark ich bin, um dann zu sagen, zeig mal deine Stärke. Danke, aber Chelterra ist ja schon mal eine super Wahl am Anfang, denn mit Glurak werden wir da durchrennen. So. Okay. Okay. Hitzekoller. Hitzekoller. Ist Hitzekoller von Typ Feuer? Warum kann Chelterra eine Feuerattacke? So. Ja, voll. One hit. One kill. Tschüss, Chelterra. Storm bekommt einige Erfahrungspunkte. Porygon Z. Na komm, wir lassen Joel drin, denn ich denke mit Feuer... Ich kenne die Entwicklungsstufe von Porygon gar nicht. Ich kenne dieses Porygon 2 noch. So, dann dürfte Porygon Z doch auch nicht mehr überlebt haben oder zumindest schon mal mächtig Schaden bekommen haben. Ja, mächtig Schaden, das trifft's. Zielschuss. Er zielt auf uns. Das ist nicht so schön. Man zielt ja nicht auf angezogene Leute. Auf Pokémon zielt man übrigens auch nicht, habe ich mal gehört. Oh, und dann war es das auch für den Porygon Z. Seedraking. Okay, dafür müssen wir tatsächlich mal tauschen. Denn gegen Seedraking kommen wir so nicht an. Wir setzen dafür... Ach komm, wir setzen Alu ein, denn Alexstone bekommt ja eh Erfahrungspunkte durch den EP-Teiler. Da kann er sich schön zurücklegen. Und wir machen hier mal eben das Seedrakingeblatt. Oh, Hydropumpe. Zieht ganz schön viel ab dafür, dass wir von Typ Pflanze sind. Und wir ziehen ganz schön wenig ab. Was ist denn Seedraking für ein Zweityp? Drache? Komm. Ja, die Windhose, super. Wir setzen mal kurz Synthese ein. Schön. Wir müssen tauschen, das hilft so nichts. Wir tauschen dann doch mal mit Alex Storm. Okay. Und jetzt versuchen wir es mit Donner und ich hoffe, Alex Storm trifft. Dann könnten wir das nämlich sehr fix entscheiden. Oh, die Hydropumpe geht glücklicherweise daneben. Und der Donner natürlich auch. Also der Donner ist echt eine Kackattacke, muss ich jetzt zugeben. Ja, super. Das geht, glaube ich, in die Hose. Oh, bitte Paralyse. Und bitte jetzt treff mit dem Donner, weil du anfängst. Komm, oh, come on! Verdammter Mist. Ja, jetzt muss ich langsam improvisieren. Wenn er wirklich von Typ Wasserdrache ist, dann müsste ja Eisstrahl neutral zu ihm sein. Deswegen lohnt, weiß ich nicht, ob es sich lohnt, aber alles andere, naja, komm, Eisstrahl. Ja, ist zumindest neutral. Und es kann sich zum Glück nicht bewegen, weil es paralysiert. Ja, wir haben keine AP mehr, das weiß ich. Konfusion. Jawoll, ja. So, Astrainer Alexandra besiegt. Okay, dann ist das unser vorletzter Gegner hier. Wir werden kurz mal die Äther verteilen. Das war, glaube ich, leer. Lekus Eisstrahl war leer. Alex Storms Thunderblitz war leer. Luigi Peach Bowsers Eisblitz war, glaube ich, leer.
Sonst noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht. Jetzt werden wir heilen noch. Beleber. Einmal Alex Storm wieder beleben. Dann einen Hypertrank hinterher gießen. Und noch einen Supertrank auf den Joel. So, und dann wollen wir nochmal gucken, was uns dieser Gegner hier zu sagen hat. So weit gekommen, du scheinst echt ein starker Trainer zu sein. Mal schauen, ob ich stark genug bin, um dich zu besiegen. Ja, wollen wir mal gucken. Und ich glaube, danach kommt nur noch ein Trainer. Oh, der Dominik. Der Dominik, der setzt einen Gengar ein. Und wir haben Joel am Start. Traumfresser wird natürlich nichts bringen, solange wir wach sind. Deswegen sind wir mit der Feuerblitz ersten Runde schon echt gut bedient hier. Das, ja, hat mächtig Schaden. Oh, hat sogar ein One-Hit-Wonder gemacht. So, damit ist ein Pokémon schon weg. Geowatz kommt als nächstes. Ja, also Geowatz haben wir natürlich eine Antwort. Luigi Beach Bowser und den Surfer. Dann schwemmen wir das Stück Geröll mal beiseite. Oh, wir haben nur noch einen Surfer. Okay, da muss ich mal ein bisschen drauf achten jetzt. Na, jawohl. Tschüss, Geowatz. Okay, okay. Was kommt als nächstes? Kangama. Kangama ist von Typ Normal. Da wechseln wir mal fix auf Gengar. Ich weiß, ich kann mit meiner Attacke auch nicht angreifen. Kangama uns aber auch nicht. Und wir haben dann Zeit, einen Äther auf den Surfer von Luigi Peach Bowser zu legen. So. Ausdauer wird nichts bringen. Wir benutzen... Ach komm, halt. Ach. Jetzt mal den Ne, komm, wir machen Pokémon-Tausch. Wir machen Tausch auf... Was können wir mit normal am besten angreifen? Kampf. Und wir haben keine Kampfattacken. Das hatten wir irgendwie schon so oft jetzt. Wir brauchen einen Pokémon mit Kampfattacke. Dann werde ich jetzt einfach nochmal Joel in den Kampf schmeißen. Ja, Ausdauer, Ausdauer. Konzentriere dich mal. Wird dir nichts bringen, dann werden wir dich mit einem Feuerblitz umnieten. Und, komm. Hoffentlich reicht das. Na. Na, knappe Sache. Irrschlag. Oh. Aber mit dem Flammenwurf sollten wir ihn jetzt erledigt haben. Das gute Kangama ist down gegangen. Brutalander. Das klingt nach Kampf. Und gegen Kampf setzen wir Psycho ein. Habe ich mir so gedacht. In der Hoffnung, dass das richtig ist. Es ist kein Kampf-Pokémon, es ist ein Drachen-Pokémon. Das macht aber auch nichts, denn ich glaube, Drachen-Pokémon sind schwach gegen Eis. Und unser Eisstrahl geht daneben. Daneben. Gezielt und daneben. Das passiert, wenn ein Pokémon nach oben fliegt. So, komm, jetzt einmal mit Eisstrahl. Zack, das sollte auch mächtig was abziehen. Ja, gar nicht schlecht, oder? Also... Oh, 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 Leku. Slow clap, slow clap. Okay. Ja. Level 58. Und damit haben wir Astrainer Dominik besiegt. Sehr beeindruckend. Jetzt bleibt nur noch ein Gegner übrig. Ein Gegner. Der Chef dieses Berges. Der stärkste Gegner, den wir wahrscheinlich hier auf dem Berg begegnen werden. Und ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Und deswegen werde ich jetzt nochmal alle Pokémon heilen. Joel zum Beispiel. Okay, alles andere ist eigentlich vollkommen irrelevant. Und besiegen werden wir ihn in der nächsten Folge von Pokémon Phantomkristall. Bis dahin, man sieht sich. Tschüss!